Hallo, herzlich willkommen zum letzten Teil von meiner kleinen Videoreihe Not So Much Junk Journal. Und heute löse ich das Versprechen ein. Ich kümmere mich um das, was ich da kaputt gemacht habe, als ich den Buchblock rausgeschnitten habe. Ihr erinnert euch vielleicht, oder aber für diejenigen, die jetzt erst einsteigen. Ich habe beim Raustrennen des Buchblocks aus diesem Buch hier einfach zu tief geschnitten und bin also durch das Cover durch. Und das muss natürlich repariert werden. So, und heute ist es jetzt endlich soweit, im letzten Teil. Und als Vorarbeit klebe ich einfach ein bisschen Klebeband hier drauf. Ob das nötig wäre, weiß ich nicht. Aber mir ist es einfach lieber, dass das nochmal ein bisschen geschützt ist und klebt. So. Und um das Ganze jetzt zu verdecken, damit leider auch den Altherrensommer, eigentlich hätte ich den ja schon sehr schön und passend gefunden, zu einem Junk Journal, das sich mit Urlaub beschäftigt, aber nun gut, es ist halt so, es ist wie es muss verdeckt werden, habe ich mir dieses Band hier rausgesucht. Ich finde, das hat so einen schönen maritimen Charakter durch dieses gestreifte, blau-weiß gestreifte, und ich finde, das passt gut zum Buch. Und zu Urlaub passt es natürlich auch. Und das werde ich also hier drüber geben. Und zwar zwei Stücke hiervon. Sodass also der komplette Buchrücken abgedeckt ist. So, und dann denke ich, fange ich mal hier mit der wichtigeren Seite an. Das ist ein ganz altes Band. Das war mal von Stamping Up. War auch sowas, was ich unbedingt haben muss. Und als ich dann bekam, dachte ich, sei doch ein bisschen breit. Also um Karten zu machen, war es damals wirklich ein bisschen breit. Verpackungen und dann das als schöne Dekoration oder als Schleife oder so, das war natürlich super. Aber fürs Kartenmachen war es einfach zu breit. Aber das hat einfach auf heute gewartet. Ist auch sogar ein bisschen, ganz leicht, ein bisschen inzwischen vergilbt. Passt also perfekt hier für mein Junk Journal. Und den ersten Streifen, den möchte ich also hier so aufbringen. Dann muss natürlich das überdecken, soll genug hier auch rüberragen. Also bis auf das Designerpapier. Dann schneide ich mir das jetzt schon mal ein bisschen ab, damit ich nicht immer mit so einem langen Streifen rumhantiere. Aber erstmal grob. Muss also noch nicht die komplette Länge sein. Das werde ich erst dann abschneiden, wenn es fertig ist. Ja. Da reicht es ein bisschen rüber. Und wenn ich dann den zweiten Streifen nehme, den ich mir auch schon mal ein bisschen einkürze, damit ich nicht immer mit so einem langen rumhantiere. Eigentlich würde ich es gerne ein bisschen überlappen lassen. Aber dazu sind sie dann doch wiederum ein bisschen zu kurz. Wahrscheinlich ist es besser, wenn sie so aneinander stoßen. Dann kann ich ja da auch in der Mitte noch was hinmachen, eventuell. Ja. So, das heißt, ich muss jetzt erstmal das Cover hier einstreichen mit einem Kleber. Und ich habe mich hier für Buchbinderleim. Ach so. Sorry. Ist ja jetzt ein Fremdprodukt. Da muss ich ja darauf hinweisen. Ich bekomme nichts dafür, dass ich das jetzt hier in die Kamera halte oder so, sondern das ist jetzt was ich als notwendig erachte, um das darauf zu kleben. Das soll ja richtig haften und ja, es soll nicht durch das Band durchgehen. Also Jumbo kommt ausnahmsweise mal nicht in Frage. Und dann nehme ich mir einen Pinsel. Ganz normal Pinsel und trage jetzt von dem Buchbinderleim hier großzügig auf, auch ein bisschen hier rüber. Der trocknet klar und klebt hinterher, wenn er dann trocken ist, kaum. Eigentlich gar nicht. Also so ein ganz, ganz, ganz minimal bisschen ja, aber damit kann man gut leben. Das ist also okay. Alles gut einstreichen. Auch hier über die Nähte rüber. Also, was heißt Nähte? Also ne, die Bänder, die
die Fäden, die ich zum Einnähen der Signaturen benötigt habe. So. Und dann schnappe ich mir mal den ersten Streifen und lege den einfach hier drauf. Drück den an. Mach so ein bisschen hier in diese Falz rein, damit ich hinterher das Buch auch wieder gut schließen kann. Und dann schaue ich mal, wie weit okay, dann bis maximal zu dem Designerpapier trage ich jetzt den Kleber der zweiten Hälfte auf. Pinsel stelle ich in Wasser, Kleber mache ich zu und hier habe ich mein Stück Band und klebe das jetzt hier daneben. Also auf Stoß nennt man das, glaube ich. So. So, und jetzt lasse ich das mal gut trocknen und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder zurück. Es hat sich einiges getan. Es hat dann doch alles nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist dann zwar ganz gut getrocknet, aber als ich das Buch dann geknickt habe, ist es innen aufgeklappt. Also das heißt, das sprang dann auf. Man sah dann, dass da dass ich nur auf Stoß geklebt hatte. Also habe ich noch eine Lage von dem breiten Band. Ich habe ja Gott sei Dank genug da drauf geklebt. Und das wiederum klebt jetzt nicht ganz so gut. Vielleicht habe ich auch noch nicht lange genug gewartet. Ich weiß es nicht. Und dann ist mir aber die Idee gekommen, ich könnte doch hier, ist auch eine alte Sache von Stamping Up, so eine grobe Kordel einfach da drum wickeln, um jetzt erstmal ein bisschen Halt zu geben. Und dann fand ich das da eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Erinnert so ein bisschen dann an Taue. Und dann haben wir ja das maritime, den maritimen Charakter wieder so ein bisschen erhalten. Ja, und ich werde das jetzt also erstmal dran lassen. Und hier gibt es überall so Stellen, die werde ich sicherlich dann auch mal nachkleben, falls erforderlich. Aber so denke ich, damit komme ich ganz gut klar. Und in der Zwischenzeit habe ich schon mal ein bisschen was für die Dekoration des Covers gestempelt und ausgeschnitten. Und zwar möchte ich unbedingt hier so einen Leuchtturm hier aufbringen. Und erst habe ich gedacht, soll ich das Ganze bräunlich machen oder alles in Blau halten oder damit das hier zu dem Türkis passt. Aber dann dachte ich, nee, ein Leuchtturm, der muss rot sein. Und deshalb habe ich den also auch in Rot gestempelt. Wie gesagt, das Ganze dann ausgeschnitten und hier so eine, ich glaube Windrose nennt man das, dazu. Stammt alles aus dem Set Setz die Segel. Ist schon ein älteres Set, aber es passt natürlich jetzt hier zu diesem Thema ganz toll. Und ja, hier oben hatte ich mir gedacht, könnte ich so ein bisschen ein paar Segelboote arrangieren. Hier auch welche, die so in etwas weiterer
Ferne sind, vielleicht etwas tiefer. So und so. Und noch ein zweites. Vielleicht hier hin. Und dann habe ich hier auch noch mal so Taue. Und was ja auch nicht fehlen darf, ist ein Anker. Beziehungsweise zwei Anker. Ja, und dann muss ich das jetzt mir eigentlich so hinlegen, dass es mir gefällt. Und dann brauche ich es nur aufzukleben. Ja. Und was ich dann auch gerne machen möchte, ist hier oben die Jahreszahl und Ostsee hinschreiben. Also hier oben oder irgendwo soll das auf jeden Fall auf diesem Cover noch erscheinen, weil das ja ein Ostseeurlaub werden wird und der findet im Jahr 2022 statt. Also dieses Jahr. Vielleicht lieber hier so ein bisschen schräg, dann kann ich das auch nochmal hier festkleben. Mit dem Band. Segelboote sind vielleicht ein bisschen viel. Ich glaube, drei reichen. Ein großes und zwei kleine. Hiervon reicht auch eine. Vielleicht hier noch? Nee. Ja, dann kleben wir das Ganze doch mal auf. Dazu nehme ich jetzt wieder den Tombow-Kleber, den Flüssigkleber. So, und hier in der Mitte erstmal das große Segelschiff, Boot, und dann dahinter die zwei kleinen. So, hier oben in der Ecke würde ich gerne noch mal ein paar Wolken mit dieser Schablone und mit dieser Paste auftragen. Und dann ist hier unten auf jeden Fall genug Platz, um Ostsee und 2022 unterzubringen. Dann werde ich jetzt mal die Buchstaben vorbereiten und die Schablone für da oben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und schon wieder zurück. Also, ich habe mir jetzt das Stempelset Alphabest ausgesucht und werde damit das Wort Ostsee stempeln und zwar jeden Buchstaben auch einzeln ausstanzen. Das finde ich ganz schön.
Man könnte das natürlich auch in einem schreiben bzw. stempeln, aber ich finde das sehr schön, dass es die passende Stanze dazu gibt und deshalb mache ich das gerne so. Ich brauche OSTSEE 202210 Kästchen. Und dann habe ich mir hier die Buchstaben aufgezogen. Und der Übersichtlichkeit halber fange ich direkt auch so an, wie ich das haben möchte. Also, es sind nur kleine Buchstaben, aber das ist, finde ich, egal. Das macht sich trotzdem sehr gut. Und jetzt stempel ich die Buchstaben in die zuvor gestempelten Kästchen rein. Das Schöne an diesen Silikonstempeln ist, dass sie klar sind und man durchsehen kann, sodass man das also ganz schnell und einfach positionieren kann. Ihr seht, wie schnell das geht. Und jetzt noch die Null. Da haben wir es nicht zu verwechseln mit dem O, das ist ja etwas kleiner. Die 0, also die Zahlen sind etwas größer als die Buchstaben. So, Stempelkissen. Bermuda Blau habe ich genommen, ich finde das passt gut zu dem Buch hier. Und jetzt muss ich mich ans Ausstanzen machen. Dazu ist es manchmal ganz günstig, wenn man sich den Streifen etwas zuschneidet, damit der einfacher in die Stanze eingelegt werden kann. Achso, ich habe übrigens diese Matte untergelegt, weil bei den klaren Stempeln, also bei den Fotopolymerstempeln, ist es immer ganz gut, wenn man was Weiches drunter liegen hat. Und die Matte eignet sich ganz gut dazu. Ein Stapel Papier ist auch gut, aber nicht einfach nur so auf den Tisch stempeln. Da kriegt man dann manchmal nicht so ein gutes Ergebnis. Die Stempel brauchen einfach noch ein bisschen, ja, Kissen sozusagen. Ne? Die braunen Stempel, die Gummistempel, da ist das normalerweise ja schon montiert. Aber bei den Fotopolymer, die sind ja eben nur so der Silikon- oder der Fotopolymerstempel ohne irgendwas noch drunter. Wie gesagt, das hat den Vorteil, man kann durchgucken, kann besser positionieren. Aber es ist nicht verkehrt, da eine Matte drunter zu legen. So, ich schneide mir hier den Streifen also dann immer etwas kürzer. Und ich würde sagen, ich schalte euch mal wieder raus und wir sehen uns gleich wieder. So, da ist die Ostsee 2022 aufgeklebt. Ich habe das so gemacht, damit das hier unten rechts und oben links so eine gewisse Einheit gibt. Und habe die Buchstaben ein bisschen auseinander aufgeklebt oder diese kleinen Aufkleber, kann man ja schon fast sagen, ne? Also diese kleinen von mir selbst hergestellten Aufkleber. Und damit das Ganze so ein bisschen noch, ja, wie soll ich sagen, angehoben wird, als würden die etwas vorstehen, mache ich Folgendes. Ich nehme einen schwarzen Stift. Also, wir nehmen uns den Stift, diesen Stift, und zwar ist das einer, der wasservermalbar ist.
Und damit gehe ich jetzt hier an den Rändern dieser kleinen Buchstabenetiketten entlang und mal da schwarzen Strich hin. Und wenn wir das gleich mit Wasser vermalen und ein bisschen ausblenden, dann hat das einen ganz tollen Effekt. Dann sieht das nämlich wirklich so aus, als würden diese Buchstaben, also die treten dann so in den Vordergrund, diese kleinen Etiketten. Und ich finde, das ist ein sehr schöner Effekt. Wir malen uns quasi jetzt hier einen Schatten. Ja, ich finde, das sieht man jetzt schon ganz gut, trotz auch dieses dunklen Designerpapiers, was da drunter ist. So, und dann nehme ich mir jetzt einen Pinsel. Dünnen Pinsel, bisschen Wasser und gehe jetzt hier lang und verblende das auch so ein bisschen nach außen. Und das hebt das Etikett dann in den Vordergrund. Ich hoffe, dass die Kamera das gut einfängt und ihr das gut sehen könnt. Also auch hier auf dem Bereich, wo das Buchleinen ist, da mache ich das auch. Wenn der Pinsel trocken wird, dann natürlich wieder ein bisschen Wasser aufnehmen. Ein bisschen gematscht. So, ich finde, so kann das schon bleiben. Und das sieht jetzt wirklich so aus, als würde da Licht drauf scheinen und dahinter der Schatten hebt dann die Buchstaben etwas nach vorne. Hier bin ich etwas drüber. Ja, ist aber, glaube ich, nicht schlimm. Ist ja ein Junk Journal. So, ich mache das jetzt da oben mit der 2022 auch noch. Und hier in dem Bereich werde ich das auch noch machen. Und wir sehen uns gleich wieder. So, umrandet ist es. Und jetzt kommt ein bisschen Wasser dazu und ein bisschen ausblenden. Und hier unten das gleiche nochmal. Das gibt dem Ganzen irgendwie so ein, ja, hebt es einfach hervor und macht das Ganze, finde ich, etwas vollständiger. Und ruhig auch hier dann auf dem Stoff. Und wenn ich das hier auch mache, dann heben sich diese Motive auch besser voneinander ab, wenn sie diesen Schatten bekommen.
ein bisschen Wasser dazu. So, das gefällt mir doch ziemlich gut. So sollte es sein. Ja. Und dann werde ich das auch hier bei den Roten noch machen. Und wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe mir hier diese Schablone rausgesucht mit dem Wolkenmotiv. Jetzt lege ich aber erstmal hier ein bisschen Schutzpapier unter, damit das nicht irgendwie auf andere Seiten kleckert. Nehme mir meine Schablone mit dem Wolkenmotiv. Diesmal werde ich sie ein bisschen festkleben, damit sie mir nicht verrutscht, weil ich sie, glaube ich, diesmal nicht so gut festhalten kann. Jetzt drehe ich mir das mal so. Dann habe ich hier wieder meine Embossing-Paste und diesmal färbe ich sie nicht ein, sondern benutze sie so weiß. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich ja hinterher immer noch mal ein bisschen Farbe oder sowas drüber tun. Nehme mir also hier wieder was raus und gehe jetzt über mein Buchrücken und streiche die Paste da drauf. Guck, dass das hier schön in die Löcher kommt, also in die Wolken. Vielleicht hier nicht unbedingt da, wo die Boote sind. Da könnte man stoppen. Aber erstmal hier, dass man alles so in etwa erreicht. Überall etwas von der Paste ist. Also da, wo ich es gerne haben möchte. Vielleicht auch noch ein ganz kleines bisschen. So. Und dann ziehe ich das überschüssige Produkt so ab, gebe das auch zurück in das Töpfchen. Nicht zu viel abziehen, soll ja noch ein bisschen Wolke überbleiben. Nicht nur so ein Hauch, darf ruhig ein bisschen mehr sein. Aber muss nicht unbedingt gleichmäßig sein. Also Wolken sind ja auch nicht gleichmäßig. So, ich glaube, das könnte ganz gut sein.
dann nehme ich die vorsichtig ab. Ja, das gefällt mir doch gut. Also ist jetzt, finde ich, ein bisschen das Motiv mit dem Himmel entstanden. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Am Cover werde ich jetzt auch so weiter, denke ich, gar nichts machen. Ich werde das jetzt erstmal trocknen lassen. Und dann zeige ich euch noch ein paar Sachen, die ich innen gemacht habe. Und dann schließe ich diese kleine Videoreihe auch ab. Und wir können in Urlaub fahren und ich kann meine Erinnerungen schön aufbewahren. Also bis nachher, beziehungsweise für euch bis gleich. So, es ist vollbracht. Also zumindest befindet sich das Junk Journal jetzt in einem Zustand, in dem ich es dann gerne mit in den Urlaub nehmen kann, um dort meine ganzen Erinnerungen zu sammeln. Und ich möchte es jetzt mit euch nochmal kurz durchgehen, damit ihr seht, was sich so getan hat. Beim Cover war er ja dabei, da hat sich eigentlich nichts mehr getan. Ich habe allerdings hier hinten ein paar Sachen angehängt, einen Anker und einen Seestern, das hier rumbümmeln können. Und das gleiche gilt auch hier unten. Da ist ein Herz, eine Palme, eine Piratenflagge und ein Sonnenschirm mit einem Stuhl. Ich hoffe, das kann man so einigermaßen sehen. Ich drehe mal so rum. Vielleicht etwas besser von Lichtverhältnissen. Und rumgebümmeln ist immer schön. So, bin ich im Bild? Ja. Also, es hat sich ein bisschen was getan, aber ich wollte es jetzt auch nicht überdekorieren, denn letztendlich wird es ja erst vollendet, wenn wir die Reise machen, beziehungsweise wenn wir wiederkommen. Und so sind also noch ein paar Fische und auch hier der Oktopus hier reingekommen. Hier haben wir die Blume, die ja ein Paperclip ist, wo man also noch was dran tun kann. Hier habe ich eine Tasche eingebaut mit verschiedenen Tags, die genutzt werden können. Oder die Tasche wird geleert und es kommen andere Sachen dann da rein. Hier in dieser etwas geheimen Tasche befindet sich auch ein Tag. Da habe ich ein Papier gefunden, das doch total aussieht wie Wasser, oder? Und auf der Rückseite kann man dann gut schreiben oder auch auf der Vorderseite. Das habe ich dann mal hier reingetan. Den Cluster habe ich hier hingelegt, hier hingeklebt. Das hier ist ja auch eine Tasche oder wie ich gelernt habe, eigentlich eher ein Tuckspot. Hier ein Herz mit Tampen, auch ein Paperclip. Hier habe ich eine Muschel, also natürlich keine echte, sondern aus Papier aufgeklebt. Und den Knopf, den ich gemacht habe. Ich finde, das passt hier sehr gut. Ne? Die Farben sind ja ideal. Hier kann was rein, hier kann viel geschrieben werden, hier kann was untergeschoben werden. Ich glaube, das hatte ich schon gezeigt mit der kleinen Sonnenbrille. Hier sind verschiedene Taschen, viel kaffeegefärbtes Papier, das aber dann auch noch mal ein bisschen schon verziert wurde. Aber zum Schreiben ist eine Menge da. Ja, das wollte ich euch unbedingt zeigen noch. Und zwar habe ich hier so eine ganz kleine, schnelle Karte gemacht. Habe ich mir wirklich sehr einfach gemacht, weil das Papier sah schon so aus. Und ich denke, das Ganze soll so ein bisschen anmuten. Ich habe hier also diesen Zaun ausgestanzt und aufgeklebt. Ja, dass man also durch diesen Zaun über die Düne und dann da hinten kann man schon das Wasser sehen. Und das Ganze ist in der Abendstimmung. Ja, so stelle ich es mir halt vor in unserem Urlaub. Und das hier ist an der Stelle, die ich euch zeigen wollte. Hier kann man natürlich nicht einfach so, da ginge schon, ne, hier einfach so was runterstecken. Aber da hätte ich ehrlich gesagt Bedenken, dass das dann doch irgendwie nach unten abhaut und verschwindet. Das heißt, wenn ich also hier so ein Bellyband reinklebe, was waagerecht ist, dann denke ich, ist es besser, wenn man das dann so auch tatsächlich reinhängt. Das ist letztlich eine ganz normale Karte, ein bisschen schmaler geschnitten wegen der Abmessungen, aber ansonsten einfach eine Karte, die dort drin hängt, in die man dann auch was schreiben kann oder was kleben kann, je nachdem. Ich fand einfach nur dieses, ja, das fand ich einfach schön. Hier habe ich einen Tag gestempelt. Da hatte ich also ein Stempelset, da waren diese verschiedenen Stempel drin und habe das auch vorher ein bisschen eingefärbt mit Himmel und diesem
diesem Sand und habe das dann drauf gestempelt, ein bisschen koloriert. Und ja, ne, hier gibt es also auch Muscheln. Und das Ganze soll eigentlich dienen als Journaling-Card. Ich kann sehr schlecht ohne Linien schreiben. Also ich kann natürlich schreiben ohne Linien, aber dann wird es immer schief und krumm. Es ist einfacher, wenn ich Linien habe. Und deshalb habe ich mir diese Linien hier hingestempelt und auch wieder so getan, ne, als hätte ich genäht. Das habe ich natürlich auch gestempelt, habe mir das hier jeweils immer abgedeckt, sodass ich also wirklich hier rundum genäht habe. Und man kann Spitze also nicht nur ankleben oder aus Papier ausstanzen und ankleben. Ich kann sie tatsächlich auch stempeln. Ich habe also auch Spitzenstempel, die sich, finde ich, auch sehr gut machen. Und das Ganze trägt natürlich jetzt auch überhaupt nicht auf, ne? Also wenn ich jetzt wirklich genäht hätte, wirklich Spitze aufgeklebt hätte, dann wäre das natürlich eine viel, viel größere Sache hier, die sehr viel mehr Platz wegnehmen würde. Aber so ist es letztlich nur eine kleine Karte, die ja nicht viel Platz wegnimmt, nicht viel aufträgt. Entschuldigt bitte meine Finger, ich habe eben ziemlich viel mit blauer und grüner Farbe noch gearbeitet und die noch nicht ganz losbekommen. Ja, und genau an dieser Stelle, das passt natürlich ganz gut hier, haben wir ja Palmen und Sonnenstühle und einen Sonnenschirm. Und da sind dann hier auch in der Mitte von der Signatur, habe ich dann diese zwei kleinen Charms angehängt. Ja, wie gesagt, jede Menge kaffeegefärbtes Papier, das kennt ihr ja, hier habe ich direkt eine Tasche eingebaut. Hier, das war ja der Umschlag, da kann man hier oben was rein tun, die Spitze dran geklebt. Hier ist einer der Cluster zu einem Paperclip geworden. Hier habe ich noch ein bisschen was aufgeklebt, da hatte ich auch die Taschen schon zugeklebt. Oder als Tasche zugeklebt, das Papier, ne? Als Tasche zugeklebt. Butterbrottüte, da hatte ich die Spitze aufgeklebt. Hier diese Herzchenspitze. Das war ja recht aufwendig. Hier hinter nochmal ein bisschen dekoriert. Hier habe ich nochmal von diesem schönen Papier was hintergesteckt, ein Tag hintergesteckt, damit ich noch mehr Platz zum Beschriften habe. Hier gibt es auch noch mal eine Muschel und eine Krabbe. Hier habe ich noch mal einen Tag gestaltet. Ja, da steht jemand und guckt Richtung Wasser, Meer, wie auch immer. Und auf der Rückseite habe ich mir ein paar Linien gestempelt, damit ich da auch entsprechend beschriften kann. Natürlich kann das auch hier noch beschriftet werden. Hier ist noch ein Anker dazu gekommen. Noch mal ein Tag, hier ein paar Fische. Hier sind auch zwei Tags zum Beschriften. Hier ist nochmal der Oktopus. Und hier habe ich in der Mitte an die Enden der, der Signatureinnähung die Piratenflagge und ein Herz gehängt. Hier gibt es nochmal ein Boot, Segelboot. Hier in diese kleinen durchsichtigen Taschen habe ich lauter kleine Tags. Also Tags sind Anhänger und heißen auch in jeder Größe Tag. Und werden ja zum Teil selber sogar gestaltet. Das gibt also so eine ganz eigene Art und Weise, dass man Tags gestaltet, statt Karten zum Beispiel. Und die habe ich mir hier so vorgesehen, dass ich da also so eine kleine Auswahl habe, wenn ich da mal was beschriften möchte, so eine kleine Sache, vielleicht ein Foto oder eine Postkarte irgendwo aufkleben möchte und dann irgendwas dazu schreiben möchte, dann kann ich hier einen von den Tags nehmen. Ja, und hier war mir ja auch das, was ich ja außen schon repariert hatte, musste ich innen ja auch noch mal ein bisschen reparieren. Festgeklebt hatte ich es schon mit Klebeband, aber das habe ich jetzt einfach noch mal verdeckt, indem ich noch mal ein bisschen Designerpapier drauf gemacht habe. Und hier hinten in der Tasche sind auch schon mal zwei Tags, die aussehen, ne? Die sehen so ein bisschen aus wie Wolken, die sehen aus wie Wasser und können dann auch beschriftet werden oder beklebt werden oder was auch immer. Das heißt, dieses Buch wird letztendlich davon auch leben, dass es benutzt wird und darin man sagt immer so, da drin gearbeitet wird, aber dass ich einfach meine Erinnerungen, die in dem Urlaub gesammelt werden, da drin sammeln kann und auch entsprechend reichlich Platz habe, um was aufzuschreiben, aber eben auch reichlich Platz habe, um mal eine Postkarte oder eine Eintrittskarte oder sowas da rein zu tun. Also mir hat das großen Spaß gemacht. Es kann durchaus sein, dass ich das Ganze noch ein bisschen
ja, erweitern werde, vielleicht noch ein paar Taschen einbauen werde. Und natürlich, wenn der Urlaub rum ist und alles drin ist, dann werde ich erst sehen, ob ich vielleicht das eine oder andere doch noch verändern möchte. Aber so ist es auf jeden Fall jetzt schon mal fertig, dass ich es mitnehmen kann, auch wenn der Urlaub noch eine ganze Weile hin ist. Und ja, ich bin ganz zufrieden. Ich hoffe, euch hat die Reise, also die Reise der Gestaltung dieses kleinen Not So Much Junk Journals Spaß gemacht. Und ich kann nur sagen, traut euch einfach, macht mal. Und egal, ob ihr viele Bastelsachen habt oder tatsächlich einfach das mal nehmt, was ihr so im Haushalt habt, es kommt garantiert was Schönes dabei raus. Und vor allen Dingen, und das ist das Allerwichtigste, es macht richtig viel, 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 viel Spaß. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss.